Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Terraria. Und ja, wir haben ja letztes Mal versucht, den Schleimkönig und das Auge von Kuddelhu. Und letztes Mal waren noch zwei Gäste dabei. Ich werde jetzt aber vorher noch was ankündigen, bevor ich hier überhaupt loslege. Und zwar die Folge werde ich ab und zu was schneiden. Das heißt, ich werde jetzt hier eine große Farming-Tour machen, dass wir ein paar Items erstmal rankriegen, wie Silber, Gold und so weiter. Weil die brauchen wir dann doch sehr wichtig, weil wenn ich mir mal angucke, ich habe gerade mal einen Hut. Und ich hatte doch einen Hook gemacht, ne? Den habe ich nicht mehr. Warum auch immer. Nee, auf jeden Fall müssten wir ja mal ein bisschen klar Schiff machen. Ich will auch ein, zwei Dinge bauen. Und ja, das soll jetzt mal ein bisschen vorangehen. Da hinten unser Demolist macht uns schon mal den Zombie hier kaputt. Los! Na? Okay, gut. Dann eben nicht. Ja, wie gesagt, wir sind hier auch ein paar Mal gestorben. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, ich werde hier ein paar bisschen Sachen farmen, das heißt, ich werde auch dazu zwischendurch mal schneiden. Jetzt am Anfang erstmal ein bisschen nicht und dann, wenn es richtig losgeht, werde ich dann ab und zu was schneiden, sodass ihr halt nicht diese langweiligen Parts habt. Und ja, und dann werde ich auch ein bisschen hier unsere Base ausbauen. Ja, gut. Und bam. Tja, dann sollte das doch... Warte mal. Hier fehlen wirklich ein paar Items. War ich nicht besser ausgerüstet? Bin gerade verwirrt. Oder bin ich jetzt hier... Na, wartet mal ganz kurz. Ich mache hier nochmal einen kleinen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder und ja, jetzt habe ich hier den richtigen Charakter. Ich hatte einen gemacht, der genauso hieß, weil ich was testen wollte und ja, den habe ich gerade genommen gehabt. Komische Sachen, ne? Ne, auf jeden Fall, ich werde jetzt so halt, wie gesagt, eine große Farming-Tour machen. Und ja, die wird jetzt halt ein paar, ich sage mal, ein bisschen länger dauern, dass ich jetzt ab und zu mal ein bisschen was schneide. Und ja, bevor es jetzt auch noch weiter losgeht, will ich noch was ankündigen. Und zwar, die Folgen kamen jetzt auch immer so im späteren Zeitraum, also ein paar Tage wirklich dazwischen mal, also wirklich längere Zeit mal, dass keine Folge kam. Das ist aber auch daran, dadurch, dass ich jetzt erst wieder anfange, muss ich erstmal wieder mit den Einstellungen klarkommen. Und ich will die Videos nicht ablegen, wie jetzt die Anfangsvideos, wo die Stimme wirklich sehr, sehr leise war. Und... ja, ich will das ungern so ablegen. Habe ich einen... Ja. Ja, ich will das ungern so ablegen, dass wir dann halt... oder dass ihr dann schlechte Qualität habt oder. Ja, deswegen will ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Deswegen tue ich das jetzt auch ein bisschen mit Schneiden probieren. Dass ich dann halt, wenn es dann wirklich richtig losgeht, keine Probleme habe, dann euch ja irgendwelchen Mist dann hier vorzugaukeln. Ach... das ging nicht und Halleluja und ach, da war was. Also, dass man wenigstens miteinander arbeiten könnte. So. Letztes Mal, ja, wie gesagt, haben wir ja die zwei Bosse versucht, wo wir kläglich gescheitert sind. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch eine ziemlich lange Zeit noch nicht mehr gespielt gehabt. Das merkt man sicherlich. Und ja. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wir müssen uns halt ein bisschen mehr ausrüsten. Ich habe halt die Kaktusrüstung. Ja, den Parker, ich nenne es mal den Kenny-Style. Ja, war doch Kenny. Jetzt muss ich gerade überlegen. Der andere hieß ja Kyle. Der Grüne. So, auf jeden Fall, ja, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen vorbereiten auf die ganzen Bosse, beziehungsweise was uns jetzt durch diese Welten hier zwängt. Und ja... wir haben ja schon eine Goldspitzhacke, das sollte erstmal für den Anfang reichen. Ich werde mich auch ein bisschen mit dem Fischen widmen. Das heißt, ich brauche eine Angel. Was mache ich damit? Weg da.
Na, Angel, wie gesagt, auch hier diese Kritter mit diesem Bait Power. Das heißt, wir können damit die als Köder nutzen, so wie der Name auch sagt. Und ja, dann könnten wir wahrscheinlich auch fischen, da können wir auch ein paar Questfische machen, womit wir auch wieder besseren Stuff bekommen. Und wir können auch solche Loot Crates, nenne ich sie mal. Da drinnen sind dann halt gute Sachen, Gold, Silber oder halt je nachdem, wie ein Biom ist. Zum Beispiel, ich gehe im Dschungel angeln und ich krieg da so ein Loot Crate. Vom Dschungel kann ich Items, die man im Dschungel eigentlich findet, kann ich da dann sozusagen aus diesem Crate rausbekommen. Es ist halt eine kleine minimale Chance, aber man bekommt was, sag ich mal, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Und man kommt damit auch ein bisschen schneller voran, so wie ich das bemerkt habe. Ich habe das auch mal probiert. Ich habe jetzt schon irgendwas mit über 70 Fischen, also Questfische gemacht. Ich bin mittlerweile im Hard Mode und das in kurzer Zeit, sage ich mal. Und ja, sollte kein Problem sein. Dann würde ich mal sagen, ich tue jetzt gerade hier schon fleißig die Fireflies sammeln. Das haben wir schon. Und ja, die kann man natürlich auch hier mit reinpacken. Wooden Arrow, Flaming Arrow. Die Flaming Arrows machen wir erstmal wieder mit hier hoch. So, das denn? Ach Mensch, Technik die begeistert. Holz. Ja, brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Da müssten wir auch mal gucken, wie wir das machen. Was braucht man eigentlich alles da unten? Ich bin gerade still, ich weiß, ich suche Würmer, die können wir auch mitnehmen. Da haben wir noch Würmer. Die haben wir natürlich auch. Schmetterlinge. Also alles, was so Kritter sind, außer jetzt Bunny oder Squirrel, also die Eichhörnchen, kann man nicht als Köder nutzen, ist ja klar, aber sollte kein Problem sein. Aber was ich mal mache, ist die ganzen Geschenke hier erstmal abmachen. Den Baum lasse ich erstmal. Du. Lass meine Fireflies in Ruhe. Ich habe sie gerettet. Du dummes Auge. Komm her. Na, oh, noch eins gekillt. Das sind meine. Lass die. Ach, jetzt habe ich dich. Aha. Da kommt die nächste. Und. Nee. Oh, das war knapp. Wollte gerade sagen, da hinten ist eine. Hier unten ist so ganz schön dunkel. Egal. Ich wollte die Geschenke hier erstmal abbauen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was rausbekommen. Weihnachten ist ja schon vorbei. Und ich finde es eigentlich angemessen, einfach die Geschenke mal zu öffnen. Haben wir nicht noch mehr? Oder haben die anderen das alle eingesackt? Da. Hier haben wir keine. Hier haben wir noch eins. Hier sind auch keine mehr. Schade. Oh, Mining Potion. Die werden wir mitnehmen. Die können wir hier reinlegen. Den Stern legen wir mit rein. Die Mining Potions sind sehr wichtig. Die können wir auch super gut nutzen. Hiervon werde ich erstmal nur ein paar mitnehmen. Das müsste reichen. So, Eggnog, das lassen wir drinnen. Das hier, die Wormhole Potions können wir auch erstmal mit reinpacken hier. Die Recoil kommen hoch. Da. Die Schuriken können wir auch wieder mit hier reinschmeißen. Also später tun wir das auch noch ein bisschen sortieren. So ist es nicht. Was können wir da oben gebrauchen noch? Gut, das könnten wir eigentlich nutzen. Falls wir noch ein bisschen was finden, können wir das nutzen. Da. Also so richtig zum Ausrüsten haben wir noch nicht viel. 10. Gottlieb 10. Knockback.
Also Knockback, Critical 4, Critical 9, bleiben wir dabei. Torches, wir brauchen Torches, genau. Jo, ein Stack. So. Wir brauchen echt Holz. Das heißt, überall wo wir Holz finden, müssen wir dieses auch mitnehmen. War ich was in der Piggy Bank? Außer Geld? Na komm. Ja. So. Das da rein. Gut. Ich kann jetzt keine zweite Piggy Bank kaufen. Das ist doof. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Egal. Wir machen jetzt erstmal noch die Kisten hier auf. Beziehungsweise die Geschenke. Mal sehen, was drin ist. Blöcke. Oh. Ein Holy Kranz. Ja. Ach, dazwischen fehlt ein Block. Oder? Ach, keine Ahnung. So. Hier haben wir nochmal die Pine Trees. Oh, Trading Merchants. Gucken wir gleich noch rein. Wieder Blöcke, Blöcke. Coal? Uhu, ich habe Kohle bekommen. Hey, ich war böse. Yay. Oh Mann, was kann man damit machen? Das ist kein Material. Okay. Schmeißen wir mal mit hier rein. Wie gesagt, sortieren wir später. Ja, dann schauen wir mal. Shop. Stopwatch. Oh, Black Counterweight. Oh, fuck. Ah, wir haben jetzt momentan keine Kohle dabei. Das heißt, das ist das Stichwort. Wir müssen runter erstmal ein bisschen farmen gehen. Obwohl, habe ich irgendwas schon mal von der Welt gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe nicht viel gesehen. Der Leon, der war ja unterwegs gewesen. Und wir sehen ja hier, hier hat sich ja Tim runtergearbeitet, also The Only Barman. Ja, wir sind eigentlich gut vorangekommen, also hier stimmt, hier war ich noch gewesen. Ja, wie gesagt, ich gehe am besten runter. Am besten hier hoch und durch. Ja, also ich gehe jetzt erstmal nach hier. Achso, was ich noch machen wollte, ist eine Fishing Pole. Das setzen wir wieder ein, wenn wir genügend Bars haben. Tanzen haben wir. Damit sollte doch was machbar sein. Keine Fishing Pole? Habe ich Eisen? Aus was ging nochmal Fishing Pole? Eisen habe ich genügend. Da kann ich eine machen. Okay, machen wir die. Und ja, sollte erstmal reichen. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Ah, wir haben ja noch die Handwärme. Na, dann hoffen wir mal, dass... Wir hatten da oben ein Loch eingebaut. Oh, ich bin jetzt ein Baum. Nee, Spaß. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt... Gehe jetzt auf eine kleine Farming-Tour. Das heißt, ich werde jetzt ab und zu mal hier sowas öffnen, damit ich hier so eine Regenwürmer noch rausbekomme. Und ja, ich werde mich wieder melden, falls ich was Neues gefunden habe, beziehungsweise etwas Neues gibt. Und da kommt schon ein Schleim. Also, wir sehen uns in der nächsten Szene, sag ich mal.